Jetzt geht's los. Teilnehmer beziehen ihre Plätze hinter dem Startwagen. Die Kamera, der Blick vom Startwagen. Erster Vorlauf Sweden Cup. Pferde am Auto. Womanizer mit einem Fehler. Rennen ist gestartet. Kampf um die Führung. Hielt Boko an der Innenkante. Kann das Kommando aber nicht verteidigen, denn da ist Jasper Lane schneller. Und außen ist Steel Pepper dabei. Vor der Marke, wie gesagt, Womanizer in der Luft. Und Baltimore ist ganz, ganz zögernd in die Partie gegangen. Da macht Steel Pepper Druck, will das Kommando. Steel Pepper geht vorbei an Jasper Lane. Dahinter dann Hielt Boko. Das sind die ersten drei. So geht es aus dem Bogen heraus und am Ende Baltimore Ass. Und jetzt wechseln einige nach außen. Yield Boko führt nun die Außenspur an. Dahinter ist auch dabei Nick Nock. Und da kommt außen Local Conch. Fleming Jensen, der fährt hier in dritter Spur scheinbar an allen vorbei. Aber nicht an Steel Pepper, der Vorjahressieger an der Seite von Steel Pepper. Steel Pepper, Local Conch, Jasper Lane, dann außen Yield Boko, dahinter Nick Nock. An der Innenkante folgt hier, das müsste wieder Womanizer sein. Programm 2, so ist es. Dann sieht man Marshland mit Victoria Sisu. Und vom Ende kommt jetzt die Attacke von Baltimore Ass. Unforgettable ist der erste, den er passiert. Und jetzt wechselt auch Marshland nach außen. Und das ist eigentlich gut, denn dann hätte er ein Führpferd, der ihn dann dritter Spur nach vorne bringt, Marshall. Alles dicht, dicht geschlossen. Vorne ist Steel Pepper. Jetzt wechselt auch hier Boko in die dritte Spur. Der will nicht hinter Local Conch bleiben. Es geht nun in den letzten Bogen hinein. Da greift hier Boko in guter Haltung an. Marshall kommt nicht weiter und das ist nicht schön für Baltimore Ass, aber hier Boko außen, der macht einen ganz starken Eindruck. Es geht nun um die letzte Ecke. Hier Boko hat schon einen Vorteil in der Distanz und ganz außen kommt jetzt noch einmal Baltimore Ass auf Touren. Jetzt heißt es Daumen drücken, schieben. Wieder an, Björn, aber vorne ist Yield Boko. Yield Boko, Jasper Lane und Baltimore Ass. Baltimore Ass, der fliegt heran und er hat im Ziel gewonnen. Baltimore Ass, Jasper Lane, Yield Boko. War ich jetzt zu parteiisch? Nö, ne? Nö, ich glaube nicht. Und vierter Unforgettable. Was für ein deutscher Vorlauf.